Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Hm. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut.
Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? Kapitel 8. Das Grab von Henry Avery. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub und ich spiele mit euch Uncharted 4. Und wir sind jetzt in Schottland und machen uns mit unserem Bruder auf den Weg zum Friedhof. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Dass die Grafik wahnsinnig aussieht, habe ich, glaube ich, schon tausendmal erwähnt. Aber ich kann es nur wiederholen. So. Hier können wir bestimmt runterrutschen. Boah. Krass. Okay. Nicht schlecht gemacht. So, wie man sieht, Sam und Nathan haben jetzt beide ihr eigenes Seil. Ist das tief? Ja. Suchen wir einen anderen Weg nach unten. Können wir hier nicht irgendwo das Seil anbringen? Oh. Unser Widersacher scheint energisch vorangehen zu wollen. Bei seiner Suche nach dem Schatz. Oh, nee. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Kommen wir hier hoch? So, hier können wir das doch bestimmt festmachen. Das sieht gut aus. Und uns dann abseilen, jawohl. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Natürlich ist das eine gute Idee. Die kam ja auch von mir. Ein Expeditionslager? Ausgrabungsausrüstung. Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Oha. Das war wohl ein Irrgang. Drei Leute zähle ich. Jetzt sind es nur noch zwei. Na los, guck. So, einer müsste noch sein, wenn... Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Shoreline. Uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Oh, ein Hirsch. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oh, hier unten geht's weiter. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Sollten vielleicht mal gucken, dass wir uns ein bisschen hier in Deckung begeben schon. Was denn ich habe hier echt kein gutes Gefühl. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Noch nicht. Das wird eine Frage der Zeit sein. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Was haben wir denn hier? Da wollen wir wetten? Dynamit. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Oha, das wollte ich gar nicht. Hey, die Tür ist offen. Hat aber geklappt. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, okay, war aber richtig. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. So, und da hier neuerdings die Kisten ja alle auf Rädern sind, wird das hier
vermutlich nicht funktionieren. Ja. Was ist denn hier? Nein. Wir brauchen etwas auf Rädern. Beziehungsweise auf Rollen. Das hier? Nee, auch nicht. Ist das hier vielleicht? Nee. Wo sucht Sam? Sam ist dort oben. Ist da eventuell was? Bitte. Mal gucken. Nimm das, Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Musste das sein? Wir werden es erfahren. Hier ist etwas mit Rädern. Und das nehmen wir auch direkt mit. Können wir rausklettern. Also war es notwendig. Okay. So, kriegen wir das da runtergeschubst? Ja. So, mitkommen. Wie so ein Einkaufswagen. Schieben wir dieses tolle, mobile, was auch immer. Okay, Gewehre sind jetzt auch schon am Start. Was für ein Versteck. So, zwei zähle ich noch. Und von weiter oben. Kommen sie auch schon? Okay. So, sein Gewehr will ich haben. Achtung, Nathan. Komm, Sam. Das muss ich mir nochmal angucken. Das sah aus wie eine Teleportation. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein Gewehr. So, dort oben ist einer. So, einer sollte es noch sein. Das war's. Nein, das war's. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Hey Sam, lass uns mal bitte wieder hier runter. Denn unser cooles Gefährt hier brauchen wir immer noch. So. Sieht genauso aus wie so ein Einkaufswagen, den man ganz schlecht steuern kann. Ich würg mir da nämlich auch mal so ein bisschen einen ab. So. Genug gefaselt. Jetzt geht's hier in diese kleine Butze rein. So. Los, auf geht's. Und oben sind wir. Da sieht es aus, wir müssen hier mit dem Haken lang. Oh Gott, das war auch ein bisschen so auf Verdacht. Aber das ist ja nochmal alles gut gegangen. So, jetzt möchte ich nach da drüben. Das geht aber scheinbar noch nicht. Ich benutze den Haken. So. Das sollte genug Anlauf sein. Jawohl. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Da kann man auch wieder den Haken anbringen. So. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Oh. Man hat nicht immer Glück. Okay. Nochmal das Ganze. Wo sind wir jetzt hier? Ah, hier.
Aha. Ja, scheiße, Nathan. Jetzt muss ich vielleicht doch nochmal ein bisschen besser gucken. Also er guckt nach da. Hinweis. Aha. Für ganz blöde. Das war jetzt auch meine Idee, muss ich ja zugeben. An die Seite zu gehen. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Zack. Okay. Aber interessant, dass es diese Hinweise gibt. Ich komme nicht dran. Okay, warte. Ich komme rüber. Jetzt bestimmt Räuberleiter. Okay. Hilf mir hoch. Machen wir. Komm her. Oha, er wirkt ja schon ziemlich fertig. Na, was macht er jetzt? Na gut. Hier endet das Spiel. Ich komme nicht mehr weiter. Nein, Spaß. So. Jetzt kommen bestimmt gleich wieder welche von diesen Halunken. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Oh. Okay. Das macht Spaß. Hier sehen wir auch schon die nächste Kletterwand. Okay. Das macht Spaß. Okay. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie einsetzen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Und der Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Okay, wir hören mal unauffällig zu. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Hauptsache Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Tschüss. Gut gemacht. Da hinten ist einer. Wir schleichen uns an. Du den linken, ich den rechten. Ach, natürlich. Da hat er sich aber Zeit gelassen. Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Versuchen wir so weiterzumachen. Okay, wir versuchen es. Wir können natürlich nichts garantieren. Dort sehe ich einen. Da sind drei. Die Chefin. Ah ja. Ach, wisst ihr, das wird jetzt nicht so einfach. Mal gucken. Wisst ihr nicht, mit wem ihr euch hier anlegt? Oh. Wo kam der denn her?
gut, dann sind doch noch mehr Gegner da, als ich dachte. So. Das könnte es sogar gewesen sein. Nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Ist hier noch Munition? Ah, da ist eine Uzi. Oh, eine Barock. Die nehmen wir mal mit. Die sieht cool aus. Die nehmen wir mit. So. Im Hintergrund hören wir weiterhin Explosion. Und wir machen uns mal hier schnell wieder vom Acker. Nicht, dass jemand hier noch die ganzen Leichen unglücklicherweise findet. Kommen wir hier hoch? Okay. So. Und oh Gott, das war knapp. Da habe ich nämlich die falsche Taste gedrückt. So, wie kommen wir jetzt dort hinüber? Da ist wieder ein Seil. Hoppala. Anschwung nehmen und Sprung. Okay. Wir sollten es gleich geschafft haben. Direkt hinter diesen Mauern. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Wow, über diese Schlucht springen wir nicht. Nee, das habe ich mir auch gerade gedacht. Und der Weg scheint hier lang zu sein. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Sind das nur zwei? Drei. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Genau, geh mal eine Runde. Mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. So, jetzt können wir beide wegsnacken. Wir bleiben mal hier noch so lange wie möglich im hohen Gras. Okay. Der Amerikaner macht... Oh, scheiße, scheiße. Oh, die Kanone gefällt mir. Yeah, das hat gesessen. Ja, weiter geht's. Das waren drei Schüsse, drei Kills. Hört sich auch cool an, die Waffe. Na, wenn wir mal nicht darüber müssen. Was für eine Aussicht. Zeig mal. Da gucken wir doch mal glatt hinterher. Ach. Da haben wir vorhin schon schönere Stellen gehabt. So, Kollege Schmalfuß. Jetzt müssen wir genau so rüberrutschen, dass wir da hinkommen, nehme ich an. Ja. Sam, hier lang. Cool. Cool? Seh mal lieber zu, dass du hier rüberkommst. Wir sind gleich da. Es ist nicht mehr weit. Okay. Das hört einfach nicht auf, im Hintergrund zu explodieren. Und jetzt? Okay, das hat geklappt. Ein Versuch war es wert. Ich wollte nicht vorher sagen, was ich mache. Nicht, dass das scheitert. Und aber eine ganz schöne Ruine ist das hier hinten. Alter Schwede. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Das könnte es durchaus sein, aber Rutschpartie geglückt. Bleiben wir lieber hier in der Nähe. Oh. Ja, er hat es auch geschafft. Warst du schon mal Bungee-Springen? Nein,
Aber das hier ist klar besser. So. Weiter geht's. All die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und beschossen werden. In die Luft gejagt, geschlagen, getreten. Okay, okay, verstehe. Messern, Drogen. So, jetzt hier rüber. Und jetzt hier hoch wahrscheinlich. Und an die Ecke rutschen wir wieder ran. Okay, das klappt alles soweit wunderbar. Noch sind wir hier nicht großartig in Probleme geraten. Außer meine zwei Sprünge in den sicheren Tod. Aber das kommt halt davon, wenn man nicht richtig guckt. Dann kann so etwas passieren. Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Das bezweifle ich. Hier. Da ist das Schlafraumtor. Ja. Ich glaube auch schon den Weg gesehen zu haben. Bin mir aber noch nicht sicher. So, einmal hier rum. Na los. Jawohl. Einmal tief durchatmen und go, Nathan. Erster. Okay, wird schon schief gehen. Wir behalten ihn mal lieber im Augenwinkel. Okay. Nicht schlecht. Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich mich nicht so. Und rein ins Kloster. Hey, hilf mir mal. Los. Einmal die Tür bitte öffnen. Ich hab's los. Okay. Und durch. Der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Henry's Gravery. Needs to have Skull, Swords und die Datum. Okay. Dann suchen wir mal weiter. Hat er eben mal schnell gekritzelt übrigens. Okay, Totenkopf, Schwerter und 1659. Jetzt suchen wir mal. Okay. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Das ist es nicht. Hawkins. Was würde denn passieren, wenn wir das hier anklicken? Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Okay. Das sind nicht das Piratensymbol. Nicht die Druiden, die wir suchen.
Ob es hier vielleicht noch eine andere Stelle gibt, wo Gräber sind? Ja, natürlich. Ach, Mist. Sieht aus, als hätte Rafe hier schon gesucht. Ah, toll. Wenigstens hat er keinen Plan, wonach er überhaupt sucht. Nein, er könnte aber Glück haben. Hoffen wir es nicht. Okay, weiter geht die Suche. Hier kann man nichts erkennen. Das X markiert die Stelle? Nein, nicht unser Grab. Was ist hiermit? Da kann man auch so gut wie nichts drauf erkennen. Das wäre hier zu auffällig. Weil so ein Grab von einem Piraten, das müsste ja eigentlich relativ unspektakulär sein. Können wir hier noch woanders hinklettern? Hey, wo willst du hin? Ich sehe erstmal hier nach. Oh, okay. Okay, scheinbar nicht richtig. Scheinbar nicht der richtige Plan. Jarvis. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Aber vielleicht waren die Schwerter mal da. Man kann vielleicht unter dem Schnee das Datum. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Turner. Hier ist das nächste Grab. Gray. Wie Gravery. Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Ach komm. Leider falsch. Gottchen. Avery, Gravery. Minimi. So, weiter geht's. Hier sind nochmal Schwerter. Der hier ist gut. Memento mori. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. So, die Schwerter passen nicht. Hier, das sieht doch beeindruckend aus. Passen hier die Schwerter besser? Wo ist das Datum? Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Oh ja. Und was wir jetzt hier finden werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Yeah.